Die EU will allen Ernstes Militärberater in die Ukraine entsenden und das wäre eine Katastrophe. Zum Glück wird Viktor Orban das in letzter Minute verhindern und eine weitere Eskalation stoppen. Und die EU ist deswegen stinksauer und droht bereits mit Konsequenzen. Schauen wir uns diese krasse Entwicklung mal an. Los geht's. Gefühlt gibt es jede Woche eine neue Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg und sowohl Russland als auch der Westen werden mit ihren Entscheidungen immer gefährlicher, sowohl mit den politischen als auch mit den militärischen Entscheidungen. Aber diese Woche hat die EU den Vogel wirklich komplett abgeschossen, indem sie vorschlagen, Militärberater in die Ukraine zu schicken. Und da muss man sich doch als besorgter Bürger ernsthaft fragen, habt ihr noch alle Latten am Zaun oder was? Ich meine, wie kann man nur solche risikoreichen und katastrophalen Entscheidungen treffen? Ich verstehe es bei bestem Willen nicht. Die Epoch Times schrieb gestern, Budapest sieht Eskalationsgefahr. Ungarn sagt Nein zur Entsendung von EU-Militärberatern in die Ukraine. Die ungarische Regierung lehnt die Entsendung von Militärberatern in die Ukraine zur Ausbildung von ukrainischen Truppen ab. Außenminister Peter Ciraccio veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem er erklärt, dass Ungarn den diesbezüglichen Vorschlag der EU nicht akzeptiere. Ciraccio nennt den Vorschlag sehr gefährlich. Er erinnert dabei daran, dass die EU im November 2022 beschlossen hat, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Territorium der Mitgliedstaaten zu beginnen. Nun geht es aber darum, nicht nur die Operation zeitlich zu verlängern, sondern auch EU-Militärberater in die Ukraine zu entsenden. Bei der EU-MAM Ukraine handelt es sich um eine militärische Hilfsmission zur Unterstützung der Ukraine. Die Mission wurde vom Europäischen Rat im Oktober 2022 bewilligt. In den rund 2 Jahren des Bestehens wurden rund 60.000 Soldaten in den EU-Ländern ausgebildet. Bisher haben 24 Mitgliedstaaten und Norwegen Schulen angeboten. Ungarn ist von Anfang an nicht an dieser Mission beteiligt. Also, ich kann ja komplett verstehen, dass der Westen die ukrainischen Soldaten ausbildet, sodass die auch die Waffensysteme wie zum Beispiel Leopard-Panzer oder F-16 Kampfjets bedienen können. Ich heiße das nicht gut, aber ich kann es verstehen. Was ich allerdings nicht mehr verstehen kann, ist, wenn wir jetzt Militärberater in die Ukraine schicken, sodass sie die Ausbildung dort vor Ort übernehmen können. Das ist eine neue Eskalationsstufe gleich direkt auf 2 verschiedenen Ebenen. Weil erstens würde das bedeuten, dass wir dann offiziell Militärpersonal in die Ukraine schicken, eine Handlung, vor der Putin immer gewarnt hat. Weil sowohl er weiß, wie auch wir, dass das Militärberaterpersonal dort eben nicht nur für Ausbildungszwecke ist. Und zweitens würden wir damit auch unser eigenes Militär großen Gefahren aussetzen, da sie ja ins aktive Kriegsgebiet gehen, welches unter Dauerbeschuss steht. Weil sicherlich würden dann die westlichen Militärberater in den gleichen Baracken und den gleichen Stützpunkten schlafen wie auch das ukrainische Militär und das wird ja pausenlos von Putin angegriffen. Und selbst wenn Putin nicht gezielt vorhätte, dieses Personal anzugreifen, so könnten ja seine Raketen die westlichen Ausbilder trotzdem treffen. Und dann kann sich der Westen auch nicht rausreden und westliche Gegenschläge fordern, weil diese Typen sind dann selbst schuld, wenn sie sich freiwillig in ein Kriegsgebiet begeben. Die Epoch Times schreibt weiter, Politico berichtete Ende August, dass es Pläne gäbe, die militärische Ausbildung auf das Territorium der Ukraine auszuweiten. In einem Dokument der EU-Außenstelle, das Politico Ende August vorlag, hieß es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland die EU-Militärpräsident auf ukrainischem Boden als Provokation betrachten würde.
Und weiter, dass es für die EU nicht machbar sei, die in der Ukraine entsandten Ausbilder zu schützen. Siracio sagte in seinem aktuellen Videobeitrag, dies ist leider ein gefährlicher Vorschlag, der unserer Meinung nach Risiko einer Eskalation des Krieges, das heißt eine weitere Ausbreitung, erheblich erhöhen würde. Der Minister unterstrich, dass vorrangig Ungarn und andere Nachbarländer der Ukraine gefährdet sein würden, wenn der Konflikt eskaliert, eskaliert er immer zuerst in der Nachbarschaft und nicht tausende Kilometer entfernt. Und genau so sieht es aus. Ich meine, die Ukraine, die kann ja nicht mal ihre eigenen Soldaten schützen. Wie wollen sie dann die westlichen Militärberater schützen? Oder kommt denn gleich direkt der nächste Schwachsinnsvorschlag hinterher, der sagt, dass wir zum Schutz dieser Militärberater dann auch noch Verteidigungstruppen mitschicken? Ich meine, warum schicken wir nicht gleich alles, was wir hier haben? Mann, Mann, Mann. Also in der EU sitzen echt nur inkompetente Kriegstreiber, die oftmals noch nie aus ihrem rosaroten Elfenbeinturm rausgekommen sind und die glauben, dass Krieg einfach nur ein Spiel ist. Und auf jeden Fall steht jetzt die kommenden Tage erstmal die Abstimmung über die Verlängerung der Ausbildung generell auf dem Plan. Und diese Verlängerung wird auch durchkommen, weil man dafür nur eine Zweidrittelmehrheit braucht. Aber eine Ausweitung dieser Ausbildung, also eine Verlegung direkt in die Ukraine, das bedarf dann eines neuen Antrages, der dann wieder einstimmig beschlossen werden muss. Und dort wird es sicherlich einige Gegenstimmen geben, nicht nur von Ungarn. Und ich meine, selbst wenn der Super-GAU eintritt und solch ein Antrag aus irgendwelchen Gründen durchkommt, dann würde das doch auch ein weiteres Wettrüsten auslösen. Ich meine, dann würden auch die Chinesen plötzlich ihre Militärberater in die Ukraine schicken und die Nordkoreaner ebenfalls. Wobei, die Nordkoreaner sind ja schon dort, offiziell natürlich nur als Bauarbeiter in den besetzten Gebieten, aber wir alle wissen, dass diese Bauarbeiter nicht nur einen Klappspaten dabei haben. Und dann wird sicherlich durch irgendeinen dummen Zufall eine Kettenreaktion ausgelöst mit dramatischen Folgen. Ich meine, vor einiger Zeit sagte ja der serbische Präsident Vučić, dass es in 3 bis 4 Monaten richtig doll knallen wird, und das wäre dann Ende Oktober, Anfang November. Und hoffen wir alle, dass Präsident Vučić mit seiner Aussage nicht recht behält und dass wir es irgendwie in den November reinschaffen, bis dann die USA den neuen Präsidenten Trump wählt und der dem Krieg endlich ein Ende setzt. Was haltet ihr von diesem neuen EU-Vorschlag, Militärberater in die Ukraine zu schicken? Schreibt mir eure Einschätzung dazu gerne in die Kommentare unter dem Video.